So, noch einmal fest. Das noch mal weniger. Ja, jetzt hau's hin. Jetzt gib mir den Schlüssel. Den 16er? Ja. Hey, Herr Generaldirektor. Werfen Sie doch mal Ihre fachmännische Pupille hier auf den Krankenstuhl. Wo fehlt's denn? Bei dem Herrn ist eine Schraube locker. Hey, drückt da mal Ihr Face ein bisschen gewählter aus. Na ja, stimmt doch. Die Schraube da ist locker und die anderen sind überhaupt weg. Mein Lieber, da haben Sie aber Glück gehabt. Da stellen Sie sich vor, Sie fahren 140 und verlieren das Vorderrad. Mir fährt ja überhaupt nur 135. Also jetzt so blöd. Die haben noch das alte Gewinde, dafür haben wir keine Muttern. Haben Sie es eilig? Na ja, ein Reporter hat es immer eilig, der muss ich eben so weiterfahren. Na, das können Sie nicht machen, ist ja lebensgefährlich. Aber morgen früh könnten die Muttern da sein, aus Salzburg. Was denn, erst morgen früh? Na, übernachten Sie eben da. In dem Nest? Gibt's denn da überhaupt einen Gasthof? Ja, freilich. Gasthof zur Post. Wie lange schickt denn da hin? 10 Minuten. Na, ist gut. Also bis morgen früh um 9, oder? Gut. Um Gottes Willen, der Zug, jetzt komme ich zu spät. Ach, nein, bring dich schnell hin, komm. Steig ein. Da kommt da jemand Besonderes an? Ja, freilich, die Prinzessin kommt, die Durchlaucht Josefa Maria. Eine Ururenkelin von unserem Kaiser Franz Josef. Die Dame, die da rückwärts steht, das ist ihre Mutter. Und der Bub, der dabei steht, das ist ihr Bruder, der Prinz. Durchtreten! Sankt Wolfgang! Hallo! Mutter. Ja, wie schaust du denn aus? Stell dir vor, er steckt jetzt immer in einer Autowerkstatt. Toni! Toni! Ja, grüß dich Gott, Jettchen. Durchlaucht. Komm doch, Toni, komm! Ja? Schau, Josi, hier ist der Toni! Ja, grüß dich Gott, Toni. Wir haben uns ja eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Wie lange ist das eigentlich her? Ja, mindestens, nicht? Ja, 5,5 genau. Ja. Christian, Durchlaucht. Grüß Gott, Toni. Wie geht es dir denn? Muss ich etwas schon Herrn Ingenieur zu dir sagen? Na, leider noch nicht. Vater ist gestorben. Ach, das tut mir ich habe mir inzwischen eine kleine Werkstatt eingerichtet. Das geht mir ganz gut. Ja? Das müsst ihr mir aber noch genauer erzählen. Ich bleibe ja mindestens 3 Wochen hier. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ach, zu Hause ist es doch am schönsten. Genieß es nur recht, mein Kind. Bald hast du ja ein anderes Zuhause. Hat Tante Isabel schon Näheres geschrieben? Und ob, du kennst sie ja. Georg Alexander kommt am 24. nach Cannes. Und da sollst du ihn mit deinem Ein... Aber tanzen. Ja. Lass Josi erst mal richtig ankommen. Aber jetzt bin ich selber neugierig. Und bitte sorgen Sie, dass mir das gleich Tee gibt. Josi, noch nicht! Noch nicht! Noch nicht! So, so jetzt! Von mir ist Cabriolet, letztes Modell mit automatischem Scheibenwischer, Radio, alles dran. Ja, das ist ja herrlich. Ich habe jetzt von so etwas gar keine Ahnung. Wer soll denn fahren? Ja, du natürlich. Tante Isabel will, dass du mit einem Wagen nach Cannes fährst. Aber ich kann doch gar nicht fahren. Nur dann lernst du es eben. In 3 Wochen schaffst du es leicht. Und weißt, wer dir Unterricht gibt? Der Toni.
So? Hochverehrte Frau Poldi, liebreizende Wirtin von der Post. Lass uns die Augen fest zu, ja? Aber nicht schauen. Mm-mm. Auch nicht blinzeln. Ganz fest zuzwicken, die lieben Guckerl, ja? Ich hab's ja zu, aber keine Dummheit. Ah, im Gegenteil, nur eine kleine Überraschung. Oh, hat direkt schwindlig, könnte einem werden. Geh, was zupfen's denn an meinem Kleid rum? Noch nicht schauen. Jetzt gehen wir erst zum Spiegel, ja? So, jetzt dürfen's schauen. Ach, das ist aber hübsch. Dankeschön, Herr Loderer. Ja, bitte. Sie sollen mir aber nicht immer was mitbringen. Oh, es ist mir doch ein Vergnügen, wenn ich Ihnen eine Freude machen kann. Wie sagt schon der große Dichter, den Namen habe ich vergessen, das Schönste sucht auf den Fluren, womit er seine Liebe schmückt. Ich bin sprachlos. Sie sind ja poetisch veranlagt. Ja, warum denn nicht? Auch ein Rosshandler hat eine lyrische Arterie, wenn das Herz spricht. Was spricht denn das Herz? Ja, es lodert. So wahr ich Lodra heiße. Toni! Ausgerechnet, jetzt muss ja der herkommen. Und so schön im Zug war. Ja, du hast rüber geschickt zu mir, bald wegen dem Motorboot. Ja, das pressiert doch nicht. Magst dich ein bisschen hersetzen? Was will ich denn? Essen, hä? Ich war aber vorher da, damit es keinen Irrtum gibt. Ich komm ja gleich. Servus Sebastian, wie geht's Geschäft? Prima. Alles so glatt ging wie mein Rosshandel. Was magst du denn essen, Toni? Magst du einen Kaiserschmarrn oder Leberknödel? Schweinsbraten habe ich auch da, wenn du einen magst. Mitzi, Speisenkarte. Ich war nämlich zuerst da. Ich komm schon, Herr Loderer. Weißt du was? Ich mach dir ein Backhändl. Nein, nein, bring mir einen Kaiserschmarrn. Ne? Ist recht, Toni. Das Westenkopf. Ich komm gleich, Herr Loderer. Was mach ich? Ich möchte eine Leberknödelsuppe. Dann möchte ich eine Kalbshaxen mit Kartoffelsalat. Eine Maß Bier, dunkles, gell? Und nachher bringst du mir noch einen Emmentaler, aber nicht lauter Löcher. Einen Schmarrn für einen Leitner, Toni. Ja, hallo? Ja, der ist da. Moment bitte. Toni ans Telefon. Was für mich? Und was möchten Sie, Herr Loderer? Einen Gasthof, in dem zuerst die Gemeinderäte bedient werden und dann das Volk. Aber Sebastian. Sebastian, hast du gesagt. Schön. Leitner? Ach, Franzl, servus. Was, ein Fahrkurs? Selbstverständlich, von mir aus gleich morgen. Ja, ist gut. Der Toni sagt gleich morgen. Warte, ich sprich selber mit ihm. Sie kommt. Danke. Hallo, Toni. Ich soll Autofahren lernen. Der Franzl meint, es ginge morgen schon. Wie? Fein. Und wann denn da am besten? Ach, ich habe morgen eine kleine Reparatur an einem Dixie, aber das ist schnell geschehen. Gut, ich bin morgen um 10 Uhr oben. Wiederschauen. So. Ein neuer Auftrag, Toni? Ja, an Fahrkurs soll ich gehen. Ach, ein Fahrkurs. Warte, ich hol dir doch schnell einen Zucker. So was von süßem Getue. Wem gibst du denn den Fahrkurs? Der Prinzessin. Soll ich mir etwas um die Haare binden? Ach, du wirst doch beim ersten Mal nicht gleich so schnell fahren, Jossi. Du hast ganz recht, Mama. Aber ich nehme es auf jeden Fall mit. Ich bin schrecklich aufgeregt. Streng dich nur an. Du weißt doch, Georg Alexander fährt leidenschaftlich gern Auto. Er hat auch schon Rennen gefahren. Ach, ich habe keine Angst. Sei nur recht vorsichtig. Eigentlich ist es schon sehr komisch. Ich bin mit Georg Alexander so gut wie verlobt und wir kennen uns noch kaum. Ja, das stimmt schon, Kind. Aber ist es denn so schlimm? Ihr wisst ja, wer ihr seid. Natürlich, Mama. Leopold meldet zu ihm, Herr Leitner wartet unten im Hof. Ich komme schon. Auf Wiedersehen, Mama. Hier, dein Buch. Danke. Mach's gut. Motor anlassen. Erstmal prüfen, ob kein Gang drin ist. So, ja. So. Ja. Läuft. Bravo. Warum nehmen wir eigentlich nicht meinen Wagen? Du spinnst wohl, den neuen Wagen gleich kaputt fahren, gell? Naja, also für den Anfang ist der schon wirklich besser. Ja? Ja. Und was muss ich jetzt machen? Auskuppeln und ersten Gang rein. So, ja. Na, nicht zurück hier vor, da liegt der erste. Mei, bist du ungeschickt. Das war doch der zweite. Ja. Und jetzt? Ja, die Handbremse los. So.
Kupplung vorsichtig auslassen und Anfahrtsgas. So. Hopp, da, die Tasche auf. So. Ach. Um Himmels Willen, tut dir denn was weh? Na und ob, schöne Frau, der Abschied. Also wenn du mal schreiben, brauchst du ja kein Brückporto beizulegen. Ja. Der hat mal alles auf eigene Kosten. So, und nun geht der Post ab. Also, guten Tag, auf Wiedersehen, Küsschen und Volljahr. Wiedersehen. So, Fremd. Ah, na prima. Ach, ist das aufregend. Stelle ich mich sehr dumm an? Aber nein, ganz im Gegenteil. Man merkt ganz genau, dass sie... Du wirst doch nicht etwa anfangen, sie zu mir zu sagen. Man merkt ganz genau, dass du beim Mitfahren immer sehr gut aufgepasst hast. Ich habe immer gut aufgepasst. Ich erinnere mich zum Beispiel noch ganz genau daran, wie ein gewisser Räuberhauptmann namens Toni Leitner seiner damaligen Räuberbraut erklärt hat, wie man die Polizei weglockt, wenn man am See fischen will. Was? Das weißt du noch alles? Ja, noch viel mehr. Das war herrlich. Ja, hier, zur Belohnung, weil du gar so schön gefahren bist. So, jetzt fahren wir wieder. Ja. Schön starten. Ja. Ja, so, gut. Kupplung treten. Ja. Gang rein, erster Gang, so. Und jetzt, Achtung, Achtung, schön rechts halten, da kommt einer. So, so, prima. So, das war für das Verbrecheralbum. Und nun will ich Ihnen mal was sagen. Ich gebe ja zu, Liebe macht blind. Aber um offene Straße, mein lieber Scholli. Aber regen Sie sich nicht auf. Ist nichts passiert. Die paar Kratzer. Ja, das denken Sie, der Kühler ist in Eimer. Jetzt kann ich wieder nicht weiter. Ja, das ist Pech. Nee, Wasser ist das. Ja, passen Sie auf, ich repariere das gratis. Außerdem bin ich ja versichert. Warten Sie hier, ich schicke Ihnen jemanden, der Sie abschleppt. Naja, aber die Zeit, die ich verliere. Aber vielleicht ist das eine Fühlung des Schicksals. Wenn Sie runterkommen ins Dorf, dann bestellen Sie mir noch mal wieder ein Zimmer, und zwar im Hotel zur Post bei der Poldi. Aber natürlich! So, das Herzerl fürs Herzerl. Ein Mitbringsel vom Rossmarkt in Isel. Aber Sebastian, ihr habt ja doch gesagt, du sollst mir nicht immer was mitbringen. Ich kann ja nichts dafür. Ich bin eben ein Trotzköpfchen. Ich danke dir schön. Oh. Ich häng's gleich wo auf. Ja, also, ihr seid heute alle von mir eingeladen. Ja, ja, Enzian, den dritten. Ein Bier, ein Wein, ein Schnaps. Schmizi, komm mal her. Und Poldi, lass dich dann nachher setzt zu uns, gell? Ja, du, ich komm gleich. Ich häng's doch lieber in mein Zimmer, gell? So, hier ist das Foto, was ich gestern von Ihnen gemacht habe. Es duftet geworden. Sie sehen aus wie ein Pin-Up-Girl. Was sagen Sie zu der Dame? Poldi, wenn dich der Herr belästigt, brauchst du das nur sagen. Geh, Sebastian, das ist aber ein nettes Bild geworden. Moment, ja, mal. Was? Na, nun. Ah ja, direkt zum Fressen schaust du aus. Aber sag mal, wem machst du da so schöne Augen? Vielleicht gar diesem Fliegenmelker. Na, nur aber sag dir. Komm, setz dich hin, Sebastian, und trink dein Bier. Ich komm gleich wieder. Darf ich Ihnen was bringen? Aber genau, Schwester, zuerst wollen wir mal eine freundliche Molle zwitschern. Molle zwitschern. Ausdrück haben diese Pressen. Und hinterher wirkt man was ordentliches Futtern. Futtern, sagt er, wie die Viecher. Brotzeit, Mänder, der Eskimo. Na, nun wär mal nicht affig, du aller Jankofer. Was sagen Sie zu mir, aller Janghofer? Ja, noch ein solches Wort über unsere Heimatdichter und ich mache aus Ihnen Ochsenmalsalat. Puste doch mal nicht künstlich auf, sonst platzt du frühzeitig. Ja, Bierscherl, jetzt reiß dich hinein in meine Watschentransmission, mein Lieber. Ich bin hier Gemeinderat und lass mich nicht ungestraft beleidigen, hast du mich? Gib mir mal eine Ruhe, Sebastian. Der Herr hat doch einen Unfall gehabt. Irrtum. Den Unfall hat er jetzt erst. Nee, ihr habt sie, rabiater Südgermane. Hier ist der Beweis. Und wenn Sie Gemeinderat sind, dann sollen Sie gefälligst dafür, dass man nicht von verliebten Pärchen über den Haufen gefahren wird. So, hier bitte, das sind die Verkehrssünder.
Da, schau her, ist ja prima. Ich hab's ja gewusst, dass sich der Toni auch mit anderen Mädeln herumtreibt und jetzt sogar mit einer richtigen Prinzessin. Ich hör wohl schief. Prinzessin, haben Sie gesagt? Ja, das ist das Schwarz auf Weiß, dass der Toni mit einer anderen schmust. Aber geh, okay. Du willst den Toni ja bloß schlecht machen. Was? Weil du eifersüchtig bist. Was, ich eifersüchtig? Umgekehrt ist auch gefallen. Du bist eifersüchtig auf die Prinzessin. Sag mal, ich wär verrückt, das ist eine richtige Prinzessin? Ja, na klar, das ist die Josefa Maria von Leuchtenburg, eine Ur-Ur-Urenkelin von Franz Josef, unserem hochverehrten Kaiser. So war ich ein königstreuer republikanischer Demokrat bin. Eine Prinzessin und ein einfacher Autoschlosser. Ja? Mann, das ist eine Wolke. Das ist keine Wolke, das ist ein Techtelmechtel. Hast du schon gelesen? Unglaublich, wenn das wahr ist. Xenia! Xenia, hast du schon gesehen? Was denn? Na hier! Das ist doch Josie. Liebesromanze, ist das nicht furchtbar? Ich wage es mich gar nicht, der Tante zu sagen. Aber das müssen wir doch, Kinder. Ist der Volkswagen bezahlt? Meine Hoheit, das Geschenk an Prinzessin Josefa Maria. Natürlich, ist er bezahlt? Jawohl, durch Scheck. Sagen Sie einmal, wie lange dauert denn eigentlich so ein Fahrkurs? Nun, meines Wissens etwa 3 Wochen, Hoheit. So, so. Ja. Auf der dritten Seite ist ein Bild, furchtbar. Vielen Dank. Jetzt ist bald das 3. Dutzend voll. Du weißt schon? Da schaut her. Von lauter lieben, guten Freunden gebracht. Ja, regst du dich denn gar nicht darüber auf, Tante? Nein, liebes Kind, ob ich mich über etwas aufrege oder nicht, das konnte mir seinerzeit nicht einmal mein hoher Cousin, seine Majestät, anmerken. Ihr könnt schon hinuntergehen, Kinder. Elisabeth, bleib bitte hier. So, mein lieber Herr von Bittersalz, das wär's. Danke, Hoheit. Elisabeth, sei so freundlich und gib mir einmal meinen Schirm von dort herüber. Du kennst doch diese Stammbäume hier. Seit Hunderten von Jahren sind sie aus denselben Wurzeln gewachsen, haben ihre Kraft aus demselben Erdreich empfangen und haben starke Äste getrieben. Kurz, jedes einzelne Blatt gehört einfach dazu. Es kann nicht losgelöst werden, ohne dass dabei etwas sehr Wertvolles verloren ginge. Und darum werde ich niemals daran rütteln lassen, mein Kind. Siehst du das Blatt dort ganz hoch oben? Das bedeutet die kleine Prinzessin Josi. Es sieht fast so aus, als ob es davonflattern wollte, hier. Aber es wird nicht davonflattern. Es wird neue Wurzeln schlagen an diesem königlichen Stamm Georg Alexander. Ja, aber das weiß doch Josi. Natürlich weiß sie das. Und umso mehr muss sie darauf achten, dass so ein idiotisches Zeitungsbild erst gar nicht zustande kommt. Ich werde unsere Reiseroute etwas ändern. Wir fahren über St. Wolfgang. So ein Blödsinn. Lach nicht, Toni. Das ist nicht so einfach. Bei uns hat es immer so schreckliche Konsequenzen. Aber du weißt doch selbst, wie das Bild entstanden ist. Ja, ich schon, aber... Liebesromanze zwischen Prinzessin und Automechaniker. Das weiß doch jedes Kind, dass es ganz unmöglich ist, oder? Ja, ich meine, das ist doch nur eine Zeitungsente. Die nimmt doch kein Mensch ernst. Sind die verrückt? Josi! Ich hole dich dann gleich ab zum Fahrkurs. Hoch, Toni, unser Prinzgemahl! Hoch! Auf der Mensch! Und schaut, dass es weiterkommt. Machst doch kein Affentheater. Ja, im Gegenteil, ein Staatstheater. Steht doch in der Zeitung, dass du und die... Das ist doch alles erfunden! Was? Und wenn ich jetzt nicht gleich verschwind, dann werde ich rabiat. So, jetzt kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus. Ah ja, geheim halten will er's. Geheim halten. Ja, sag mal, Toni, warum bist denn du so grantig? Wir haben uns doch alle gefreut über ein junges Glück. Okay, lass mich in Ruhe, das ist doch alles nicht wahr. Aber Donald, warte, das kann doch noch werden. Schau, die Prinzessin ist doch ein bildsauberes Mädel. Und du bist ein junger, fescher Bursch. Und was? Und was? Und wenn du dir jetzt auch vielleicht noch nicht vorstellen kannst, dass ihr zwei zusammenkommt, ich sag dir, nicht darauf kommt's an, sondern nur darauf. Lass dir den gar nicht scheu machen. Und wenn du mal Hilfe brauchst, der Lodra ist immer für dich da. Merkt ihr das? Isabella gekommen. Ja, und sie spricht gerade mit deiner Mama. Wegen des fürchterlichen Artikels, weißt du? So?
Na, ich gehe nur schnell rauf und richte mich ein bisschen her. Sicher, liebe Isabel. Es ist alles richtig, was du sagst. Aber die Sache ist nun einmal passiert und bestimmt ohne jede Schuld von Josi. Außerdem sage ich dir, ja, ich habe eben mit der Zeitung telefoniert, dass Dementi erscheint morgen ganz bestimmt. Dementi hin, Dementi her. Es bleibt doch immer etwas hängen, das weißt du doch selber. Wenn sich zwischen zwei jungen Menschen etwas anspinnt, erfahrt es die Mutter doch immer zuletzt. Also jedenfalls, meine liebe Antoinette, muss dieser Fahrkurs sofort unterbrochen werden. Ich habe nur Angst, dass Josi wird es sehr umgehen. Und Josi muss sich überhaupt von diesem jungen Mann vollkommen distanzieren. Aber sie haben doch schon als Kinder zusammengespielt. Das ließ sich doch nicht vermeiden in einem so kleinen Ort wie hier. Weißt du einen anderen Ausweg? Na, siehst du. Es kommt hier nämlich wirklich nur ein Entweder-Oder in Frage. Und leider ist nur das Entweder möglich. Bitte sagen Sie der Prinzessin, dass ich da bin, ja? Jawohl, Herr Leiter. Herzlich willkommen, liebe Tante Isabel. Josi, mein Liebling. Du siehst ja reizend aus, wie das blühende Leben. Weißt du, ich bin nämlich gerade auf dem Weg nach Cannes. Und da habe ich mir gedacht, machst einen kleinen Abstecher hierher zu euch. Ich weiß warum, Tante. Wegen des Zeitungsartikels. Das auch, mein Kind. Aber deine liebe Mama hat mir soeben erzählt, dass morgen bereits das Demente erscheint. Ja? Ja. Die Zeitung sagt, der Reporter redet sich auf falsche Informationen heraus. Unser Gemeinderat, Sebastian Loderer, soll ihm die gegeben haben. Ja, wie ist denn sowas möglich? Ja, da sieht man wieder, was sich die Leute gleich alles zusammenreimen. Schon der geringste Anlass genügt ihnen. Ja, das ist wahr. Aber morgen erscheint ja das Dementi. Ja, Jettchen? Herr Leitner erwartet Ihre Durchlaucht die Prinzessin zum Fahrkurs. Ja? Du bleibst nur noch bis morgen. Ich bin in einer Stunde wieder da. Weißt du, mein Kind, dass entschuldige mich einmal. Weißt du, mein Kind, dass am 24. der Familientag in Cannes ist? Ja, natürlich weiß ich das. Ja. Hast du eigentlich etwas von Georg Alexander gehört? Er ist in Lissabon. In Lissabon, so, ja, ja. Dort ist ja jetzt eigentlich das große Polo-Turnier. Bitte entschuldige mich. Nein, mein Kind, du bleibst jetzt hier. Ich habe vieles mit dir zu besprechen. Weißt du, wer alles zu unserem Familientag kommen wird? Natürlich Prinz Jaromir mit der Großfürstin Tamara. Und diesmal kommt auch der Marquis von Montevideo und viele andere noch. Aber das ist ja ganz unwichtig. Was hast du dir denn eigentlich für ein Verlobungskleid ausgedacht? Das weiß ich noch nicht. So, so, das weißt du noch nicht. Ihre Durchlaucht lassen bestellen, man wünscht, den Fahrkurs nicht weiterzunehmen. Ihre Durchlaucht bitten, dennoch das Gesamthonorar entgegenzunehmen und die Summe gelegentlich zu quittieren. Moment! Hier! Geben Sie das zurück. Josi! Josi! Ich fürchte, meine Liebe, hier wird man mehr tun müssen, als nur dementieren. Toni! Warum fährt er denn weg? Ich denke, du hast heute Fahrstunde. Was haben Sie ihm gesagt? Ich hatte Auftrag von Ihrer Durchlaucht der Frau Mama, die Angelegenheit. Das Fernamt, Tante? Ja. Wenn ich mit Prinz Georg Alexander spreche, geht bitte hinaus, Elisabeth, du bleib da. Hallo? Ja? Ach so, es dauert noch eine Weile. Gut, ich warte. Du weißt, wie genau Tante Isabel dergleichen nimmt und sie hat recht, denn... Aber das ist doch übertrieben. Bitte lass mich ausreden, Josi. Entschuldige, Mama. Und ich nehme diese Dinge ebenfalls sehr ernst. Es ist wirklich das Beste, du brichst die Fahrstunden sofort ab. Und vermeidest darüber hinaus alles, was dem Gerede neue Nahrung geben könnte. Ich soll also den Toni von jetzt an plötzlich nicht mehr kennen. Ich gehe in den Ort hinunter und er begegnet mir auf der Straße. Da soll er ganz einfach Luft für mich sein? Nein, Mama, das kann ich nicht. Was willst du also tun? Auf keinen Fall möchte ich, dass man ihn kränkt. Ja.
überlege es dir, Josi. Ganz in Ruhe. Und sehr ernstlich, ja? Ja, Mama. Ach, mach dir nichts draus. Ich fahr am Abend zum Toni hinunter und bring's in Ordnung. Leih mir dein Rad. Ach, das ist doch kaputt. Schade. Ja, dann lauf ich eben. Hallo? Ja? Ach, wird gerade geholt. On vous demande au téléphone. Je viens. Merci. Hallo? Tante Isabelle, wie reizend, dass du anrufst. Wo bist du denn? Ach, in Burgleuchtingen? Wie geht es denn Josi? Danke, ausgezeichnet. Sie sieht prächtig aus und freut sich irrsinnig auf den Familientag. Nein, Josi ist in Salzburg. Fahrunterricht. Gott sei Dank, er weiß noch nichts von der dummen Zeitung. Georg, was ich dich noch fragen wollte, du kommst doch ganz bestimmt mit deiner Yacht nach Cannes. Ja, natürlich. Wie? Also gleich nach dem Familientag eine Mittelmeerfahrt. Nun sag schon, als Verlobungsschiff. Was? Diesmal bin ich dran? Aber natürlich. Wenn Josi es will, dann können wir die Verlobung jetzt bekannt geben. Mein Wort darauf. Ja, danke. Ich werde sie von dir grüßen. Was? Küssen? Na, das machst du dann wohl am besten selber. Also auf bald in Cannes. So, das wäre in Ordnung. Morgen früh fahren wir weiter. Heidi! Heidi! Ist denn die Wirtin nicht da? Nein. 10.000 Mark verlangt die Zeitung von mir, weil ich angeblich dem Reporter eine falsche Auskunft gegeben hätte. Habe ich denn das überhaupt gemacht? Ja, freilich, Sie haben es ja überall rumgeschrien. Also da steht schwarz auf weiß da, 10.000 Mark Schadenersatz, falls Sie nicht den Beweis der Richtigkeit Ihrer Behauptung einer Liebesbeziehung der Prinzessin zu dem Automechaniker Toni Leitner erbringen. So eine Viecherei. Ja, wenn ich nur wüsste, wo der Toni steckt. Am See ist er. Der Wirtin macht da Reparatur. Was repariert der? Die Wirtin? Was hast denn heute, Toni? Bist du still und redst kein Wort? So, jetzt müsste er wieder gehen. Toni, red. Sag, was du auf dem Herzen hast. Da gibt's nichts zu sagen. Er geht ja wieder. Hast Ärger gehabt im Fahrkurs? Ich gebe keinen Fahrkurs mehr. Hallo! 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 Ach, da schwimmt mein Glück davon und ich stehe da wie ein Reiterstandbild. Herrschaftszeit, jetzt muss ich mir einen Schnaps kaufen, sonst bringt mich die Wut um. Da schau her, da steht ja der Kinderwagen von diesem Zeitungsschmierer. Na, wart, Bürscherl, jetzt bin ich geladen wie eine Atomkanone. So, nun verraten Sie mir mal, wo der olle Jankofer steckt. Mit dem habe ich nämlich noch ein Hühnchen zu rupfen. Der macht mal brotlos, der Kerl. Nur nicht drauf. Ach, jetzt haben Sie mal wieder nicht verstanden, wa? Woran liegt denn das eigentlich? Liegt das an meiner Aussprache oder wirke ich so verwirrend auf Sie? Nur nicht drauf. Aber Kindchen, hör doch mal zu. Sebastian, wo? Da ist er ja. Das sind Sie ja, Sie linksgestrickter Papiertagelöhner. Jetzt werde ich dich schlicht und einfach in deine Bestandteile auflösen, verstehst? Was ist denn los, du alter Pfeifenzeisig? Mietzi, gib den Bierschläge her, in Narkose stirbt er leichter. Mensch, wenn ich einatme, liegst du mir doch quer vor der Brust. Sie halbstarker, du. Was sagst du zu mir, du raffitischer Sanflot? Dir schmier ich doch gleich eine, dass du beim Hintern auf die Uhr schaust. Noch ein Wort, du asthmatischer Dickhäuter. Und ich knall dir eine vor den Latz, der zu dir staubsaugen müssen. Ach, dich inhaliere ich ohne Staubsauger, du ausgezuzelter Tintenkuli. Hilfe, die raucht
Hör auf! Der Sebastian und der Preuß! Was mit dem Preuß? Hui, das wird fertig! Was? Der Sebastian Rach? Komm, da schauen wir mal rein. Die zwei müssen sich eben lieben. Jawohl, Freundel! Genosse! Spezi! In treuer Fest! Tag und Nacht werden wir jetzt auf der Lauer liegen, bis wir nachweisen können, dass es doch stimmt. Jawohl, bis wir ein Beweisfoto haben, dass es doch richtig ist. Jawohl, so quasi ein Flagranti-Bildnis. Flagranti ist dufte, Junge! Ja, ihr rauft ja gar nicht. Habt ihr überhaupt keinen Humor? Raufen? Wir zwei? Ja, nee. Wir haben eben eine gemeinnützige Genossenschaft gegründet, gell? Köpfchen, Köpfchen. Nein, nein, nicht darauf. Darauf kommt's an. Verstehst? Komm, jetzt trink mal ein. Also das Schlimmste ist, wenn die Frauen groß rein machen. Komm, gib doch hier mein Freund und mir auch ein Bier. Das kommen wir hier. Also, ein Bekannter von mir ist nämlich passiert. Ja? Die Frau hat auch groß rein gemacht. Und der kommt also nach Hause und kommt in die Diele und schon knallt er genau aufs Mundstück. Ja, aber warum? Weil mitten in die Diele neben mir der Staubsauger stand. Und jetzt greift er nach vorne und will seine Brille haben. Und schon fasst er genau in eine Schmierseife. Ja. Jetzt tastet er sich nun mit seinen kurzen Augen, tastet er sich in eine Badestube und rennt mit der Birne je in die Stehleiter. Ja, die stand mitten im Zimmer. Ja, hat er nun die Stehleiter weggeräumt, nicht? Na, der konnte dann nicht ahnen, dass auf die oberste Sprosse seine Olle stand. Naja, die kam nun aber auch gleich runter, nicht? Und hat unten den Kronleuchter mitgebracht. Ja, aber nur statt dass die Frau sich nun bei denen entschuldigt, nicht? Nein, mein Schatz, den Alten ohne angemeckert. Ja, siehst du, und so sind die Weiber. Ja. Servus, Toni, Prost, Toni, Prost. 10.000 Mark verlangen diese Zeitungsfritzen von mir, aber Schnecken, lieber versaubigen 1.000, dann sparen wir den Rest. Ja, zwei tät ich am liebsten mit den Köpfen zusammenrennen. Samt eure saublöden Ideen. Oh. Aber Donald, die Sache bringen wir doch wieder in Ordnung, ganz glatt. Kein Freund Friedrich, wir wissen auch schon wie. Aber nehmen wir hier drauf, kommt's nicht an. Aber vielleicht hier drauf. Nee, warte mal. Ah, hier. So. Der begreift das nie. Ein Mann wie du braucht eine Frau wie mich. Das haut hin. Wie ein Funke ins Benzin. Ein Mann wie du braucht eine Frau wie mich. Es ist wahr, das ist klar, wie der Weg zum Traum ein Paar. Wahrheit vertragen die Leute nicht gern. Chinesische Höflichkeit ist modern. Man sagt nur die Hälfte von dem, was wahr ist, denn das ist bequem. Ein Mann wie ich braucht eine Frau wie dich. Das haut hin, wie ein Funke ins Benzin. Ein Mann, wie du brauchst eine Frau wie mich. Das ist wahr, das ist klar, wie der Weg zum Traualtar. Toni! Toni! Das ist wahr, das ist klar, wie der Weg zum Traualtar. Ja, ist
jemand draußen, Toni. Sollst gleich rauskommen. Wer ist denn da? Ach, er soll reinkommen. Ich schau, ich bin draußen, bin gleich wieder da. Ach, Toni. Toni. Ach, jetzt bin ich aber an der Reihe. Und eine Frau wie ich. Das hat hin. Das hat hin. Toni, weißt du, wo Franzl ist? Franzl? Ja, der Wagen ist weg. Aber du kannst doch nicht fahren. Bist du die Waldstraße runtergekommen? Nein, die Abkürzung. Komm. Natürlich müssen wir es jetzt sagen. Komm, wir können gehen. So. Sie ist drin. Wer? Wo? Ja, die Prinzessin in der Werkstatt beim Toni. Mann, ich wäre verrückt. Ich eile, ich fliehe. Wasch dir das Gesicht und nimm den Fotoapparat mit. Aber nicht vergessen, es geht um die Wurst. Ich leg mich schon auf die Lauer. Mama wollte dir ja selbst alles erklären. Tante Isabella fährt sowieso bald weg. Du musst verstehen, sie ist der Chef des Hauses. Sie steht dem Familienrat vor. Sie hat eben sehr großen Einfluss, vor allem auch finanziell und... Ja, ich verstehe schon, aber... Du musst mich bitte auch verstehen. Mich einfach wegschicken wie einen lästigen Hausierer. Aber ich kann nichts dafür, Toni. Nicht wahr? Nein. Und jetzt ist doch alles wieder wie früher zwischen uns. Ja? Ja. An den Zöpfen ziehen kann ich dich ja doch nicht mehr. So, und jetzt möchte ich mal sehen, was du hier alles so arbeitest. Was ist denn das da? Da komm her. Da bin ich. Bisschen schneller. Du bist endlich da, langweiliger Tritschler. Ich muss dir was sagen, mein Schatz. Halt doch, da drüben. Da drüben, hörst du? Hörst du die zwei? Hallo, Sie sagen's, bin ich hier richtig zur Werkstatt vom Toni Leitner? Nein, der ist da draußen. Da müssen Sie so rumfahren. Ach so, danke schön. Na seht ihr, jetzt sind wir doch verkehrt gefahren. Ah, du, hoffentlich sind keine Krebse drin. Ja, wer deine Blattfüße, lass ich Hummern einsetzen. Ja. Die Fliehen machen wir hier schwermütig. Also da komm her. Da ist eine wunderbare Feindeinsicht. Jag doch mal die Fliehen weg. Ich kann doch nicht fotografieren, wenn die mir hier um die Nase rumschwirren, Mensch. Ach, kaltes Blut, du nervöses Wimmel. Die können doch jeden Augenblick rauskommen. Was? Du hast eine Erfindung gemacht?
Ach, bei dieser kleinen Neukonstruktion kann man ja eigentlich gar nicht von Erfindung reden. Aber das hier, aus dem hier, könnte, glaube ich, wirklich etwas werden. Der Gedanke ist bestimmt nicht dumm. Eine andere Anbringung des Steuerrades, wodurch der Körper bei Unfällen nicht direkt auf die Lenksäule, sondern... Schau, wenn hier das Lenkrad ist, dann kommt da ein abgefederter Querarm. Dann ist die Lenksäule in der Mitte. Und wenn der Fahrer mit der Brust draufgeschleudert wird, dann fängt die Feder die Wucht auf. Wenn ich damit irgendwo zum Zug komme oder wenn die Leute dadurch auch nur ein bisschen aufmerksam werden auf mich, dann kann ich vielleicht weiter studieren oder ein Stipendium oder sowas kriegen. Sind denn deine Skizzen schon so weit, dass ich ein Fachmann ein richtiges Bild davon machen kann? Ja, ja, jederzeit. Ich wollte sowieso in den nächsten Tagen damit zu der Patentverwertung nach Salzburg. Nein, das würde ich nicht tun. Die haben dir nämlich keinen guten Vertrag gegeben. Wieso? Verstehst du denn was davon? Ein bisschen was schon. Immerhin habe ich 6 Semester Jura hinter mir. Ach, richtig. Weißt du, was wir machen? Mit der Erfindung gehen wir zu meinem Onkel. Ich habe einen Onkel, der sich mit solchen Sachen beschäftigt. Ich werde ihm sofort telegrafieren, dass wir uns in Salzburg mit ihm treffen. Ich komme sofort. Der Wagen stand gestern bei euch oben. Das ist Tante Isabella. Aber es ist mir egal, wenn sie mich hier sieht. Komm, ich stell dich vor. Nein, bleib nur. Es gibt doch eine Ärger für dich. Pass auf, die Nerven nicht verlieren. Jetzt kommen sie raus. Mensch, jag mal doch immer die Fliegen von Balsch hier. Ach, ist ja nicht notwendig, ist ja nur der Toni allein. Was fehlt, was darf sein? Bitte etwas Wasser in den Kühler. Ja? Ich habe gehört, dass Sie heute Nacht einem kleinen Jungen das Leben gerettet haben. Das war sehr wacker von Ihnen. Nicht so schlimm. Ich hörte sogar, dass es sich um einen kleinen Prinzen handelt, der auch eine Schwester hat. Ja, ja, die hat er. Ach, kennen Sie sie? Ach, schon lang. Ich bin sogar mit ihr fotografiert. Kennen Sie das Bild nicht? Es war doch in der Zeitung. Liebesromanze zwischen Prinzessin und Automechaniker. Es gibt sogar Leute, die glauben das. Nicht möglich. Ja, ja. Es gibt sogar Leute, die kommen deswegen extra bei mir vorbei und verlangen Wasser für den Kühler. Obwohl er bis oben hin voll ist. Nicht schlecht, junger Mann. Sonst noch einen Wunsch? Danke, das genügt mir. Dann wünsche ich gute Fahrt, Hoheit. Los, jetzt kommen sie! Na, ich lasse sie nicht aus dem Auge. Achtung! Ganz was passiert? Ganz ruhig halten. Jetzt! Ja, so eine Viecherei. Weißt du, was du bist? Nur keinen Tiernamen, bitte. Ach, ich wollte da Häschen sagen, du Trottel. Was? Ist das nicht der Toni Leitner aus der Zeitung, der da mit der kleinen Josi ankommt? Na, sowas. Ich begreife die Herzogin nicht, dass sie sowas duldet. Jetzt begrüßen Sie Graf Bondi. Ich muss die Herzogin unbedingt anrufen. Die Fürstin solltest du auch benachrichtigen. Du glaubst gar nicht, Josi, wie sehr ich mich freue, endlich wieder einmal mit jungen Menschen beisammen zu sein. Ich, alter Knabe, komme ja kaum heraus aus meiner Studierstube. Hoffentlich bist du es nicht böse, lieber Onkel, dass wir dir gleich wieder etwas zum Studieren mitgebracht haben. Nein, das tue ich doch gerne. Und was du mir über die Erfindung des Herrn Leitner war doch wohl der Name. Jawohl, Herr Graf. Arbeiten Sie in einem Labor? Ich habe mir eine kleine Werkstatt in St. Wolfgang eingerichtet. In St. Wolfgang? Wie schön. Haben Sie Ihre Unterlagen mitgebracht? Ja, natürlich. Und wie geht's denn der Mama? Danke, gut. Und der Franzl? Ist der immer noch so ein Lausbuch? Noch ein größerer. Aber seit gestern ist er wieder im Internat in Saale. So. Ah, die Unterlagen. Fein, fein. Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel, wenn ich nicht gleich hineinschaue. Sowas muss man nämlich in aller Ruhe studieren. Nein, meine liebe Antoinette, ich bin ja sonst nicht so. Bestimmt nicht. Ich habe durchaus Verständnis für die kleinen Schwächen der Jugend. Aber hier im Café Winkler, vor allen Leuten. Wie, du weißt? Natürlich weiß ich davon.
Nein, liebe Gabriele. Das zu beurteilen, muss ich dich schon bitten, mir zu überlassen. Auf Wiedersehen, liebe Gräfin. Ich kann es Josi doch nicht einfach verbieten, nach allem, was er für Franzl getan hat. Aber sie macht es mir schwer. Sie macht es mir sehr schwer. Du bist ein Märchen, ein schönes Märchen, wie es nur ein Poet erzählen kann. In jedem Märchen, da gibt's ein Pärchen, so hört es auf und so fängt's immer an. In meinen Träumereien sollst du Prinzessin sein. Und ich der Prinz, der dich befreien kann. Mein schönstes Märchen, wie es nur ein Poet erzählen kann. Meter hoch. Und siehst du diese Schalen? Das sind Parabolantennen für die Richtfunkstrecken. Und die oberste Schale, das ist eine Antenne für ein PPM-Gerät, genannt Pulsphasenmodulationsgerät. Ist das klar? Sonnenklar. Servus, Toni! Ja, Konrad! Mit dem habe ich mal zusammengearbeitet, entschuldige. Was machst du denn hier, Toni? Kommst du heute nachschauen, wie weit wir sind hier oben? Das freut mich aber. Oh. Sauber, mein Lieber. Sauber. Gratuliere. Wie heißt's denn? Josi heiße ich. Freut mich, freut mich. Ihr kommt gerade recht, ihr zwei. Ja, wieso denn? Wir haben heute die Richtstrahler montiert. Gerade sind wir fertig geworden damit. Ja. Heute wird nur so gefeiert. Du schaust auf. Ja. Wenn du gehen willst, sag's mir's. Noch lange nicht. Na, warte nur. Schau ihn an, wie er eifert. Aber brauchst keine Angst zu haben. Dem Toni nehme ich dich nicht weg. Der ist so in Ordnung. Aber du bist auch richtig. Da kenne ich mich aus. Und bei eurer Hochzeit, da bin ich auf alle Fälle dabei. Malle Fitzburg. Hey, alle Leiberleid her, zum Essen hast du dran. Ach, herrlich, es geht. Ja, aber du doch nicht. Wieso nicht? Bin ich vielleicht kein Weiberleid? Selbstfleisch mit Kraut und Mädel. Ja, schmeckt Ihnen das überhaupt? Und ob? Ja, dann Mahlzeit. Feierabend. Ja, und was jetzt, du Wunderknabe? Na ja, jetzt müssen wir warten. Die müssen doch vom Geisberg wieder zurückkommen. Nix da, nauf müssen wir. Ja, das kannst du. Ja, das kannst du. Der muss da aber schieben helfen. Los, komm. So, Kameraden. Gret muss auch werden. Aber ich mach's kurz. Ich wollte euch bloß sagen, ihr und ich, wir wissen ja wohl am besten, was alles dazugehört, bis so eine große Sache, wie wir sie gebaut haben, richtig steht. Und darauf, Leute, kommt's ja an. Im Leben und überall auf der Welt, dass einer seine Sache richtig macht. Bravo! Bravo! Wir haben's richtig gemacht, glaube ich. Und deswegen trinken wir miteinander. Prost! Prost! Prost!
Ja, aber ich gehöre doch gar nicht dazu. Aber heute gehören zu uns und der Toni sowieso. Prost! Prost! Prost. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg. Du bist ein Märchen, mein schönstes Märchen, wie es nur ein Poet erzählen kann. Foto! Foto! Zu spät! Zu spät! Zu spät! Auf, Mama? Ich habe mir Sorgen gemacht. Ach, das tut mir aber leid. Wir waren in Salzburg und dann auf dem Geisberg. Es war ein wunderschöner Tag. Du bist jetzt 21 Jahre, Josi. Und du wirst mir sagen, du wüsstest selber, wie weit du gehen darfst. Das weiß ich auch, Mama. Nein, das weißt du offenbar nicht. Sonst hättest du längst diese Beziehungen abgebrochen. Tante Isabel hat dich ausdrücklich auf deine Pflichten hingewiesen. Und ich habe dich liebevoll gebeten, immer wieder. Und stattdessen bist du heute von früh bis abends mit ihm zusammen. Das ist doch diese Schwärmerei nicht wert. Doch, Mama. Liebst du ihn? Ja. Ich hab's ja geahnt. Isabel hat mich gewarnt, aber ich war zu schwach. Jetzt wird es bald erfahren. Und sie werden mit Fingern auf uns zeigen und uns aus ihrer Gemeinschaft ausschließen, ausstoßen und ächten als Verräter der Ehre unseres Hauses. Du weißt ja nicht, wie hart sie dann sind, wie eiskalt und unerbittlich. Ich werde nicht die Kraft haben, das zu ertragen. Bitte, Mama, er hat eine Erfindung gemacht und ich kann ihm dabei helfen. Und wenn er es schafft, dann kann er weiter studieren und dann... Und dann? Und dann habe ich alles getan. Nein, nein, mein lieber Albert, dieser Toni Leitner, der muss weg. Und zwar sehr weit weg. Nicht nur nach München oder Wien, der muss ganz fort aus Europa. Du hast so gute Beziehungen zu Übersee. Um Gottes Willen, da scheine ich ja entsetzlich ins Fettnäpfchen getreten zu sein. Der junge Mann hat auf mich einen ausgezeichneten Eindruck gemacht. Auf mich auch, aber das ist es ja eben. Und auf Josi scheint einen noch ausgezeichneteren Eindruck zu machen. Es ist nur ein wahres Glück, dass diese alte Klatschbase, die Gabriele, euch miteinander in Salzburg gesehen hat und mich sofort angerufen hat. Aber bitte nimm doch Platz. Ich weiß nicht. Die zwei sind so nette junge Menschen. Muss es denn sein? Sonst hätte ich dich doch nicht gebeten, extra hierher nach Cannes zu kommen. Und übrigens, du tust doch dem jungen Mann nichts Böses an. Ganz im Gegenteil, du förderst ihn. Er hat dich doch darum gebeten, nicht ja, wahr? Natürlich, von diesem Standpunkt aus, danke. Und du sagtest mir doch, dass er sehr begabt ist. Ich halte ihn sogar für
außerordentlich begabt. Seine Erfindung, ja, er hat eben nicht gewusst, dass es schon so etwas gibt. Aber an sich ist sie tadellos. Siehst du, du gibst ihm einen Überseevertrag, gut bezahlt, mit Aufstiegsmöglichkeiten und vor allem einen langen Vertrag, einen sehr langen Vertrag, du verstehst. Schön, Isabella. Und wenn er nicht will, braucht er den Vertrag ja nicht anzunehmen. Er wird den annehmen, verlass dich drauf. Ja, was hat denn gefehlt? Ach, die Düsen waren verstopft. So. Na, jetzt rennt er wieder wie die Feuerwehr. Ja? Was bin ich denn schuldig? Na, heute habe ich keine Zeit. Ich schicke dir schon die Rechnung. Na ja, dann ist recht. Servus. Josi! Komm. Langsam. Nicht so laut. Da drüben kommen sie. Dufte. Mensch, so kann ich doch nicht fotografieren. Die sind doch viel zu weit weg. Also los, nichts wie nach. Komm, setz dich hier mal her. Und jetzt schau mal auf den See hinaus und auf die Berge. Könntest du das alles aufgeben? Ich meine, die Heimat und so. Ich weiß nicht. Sag, warum bist du eigentlich heute so bedrückt? Ich mache mir Sorgen. Es muss irgendetwas schiefgegangen sein mit Onkel Bondi. Er müsste doch längst geschrieben haben. Ich habe heute früh einen Brief von ihm bekommen. Ja? Ich habe es dir bis jetzt noch nicht gesagt, weil ich erst etwas wissen muss. Und was schreibt er denn? Er hat mir eine Stellung angeboten. Ich würde verdienen und sicher rasch vorwärts kommen. Die Sache hat nur einen Haken. Was? Die Stellung ist in Australien. Aber das macht doch nichts, wenn du nur vorwärts kommst. Wenn du etwas erreichst, du hast doch allem. Ich fahre nur unter einer Bedingung. Wenn du mit mir kommst als meine Frau. Ich liebe dich. Josi, wir werden ein ganz neues Leben beginnen. Ich werde arbeiten, Tag und Nacht. Und mit dir zusammen, Josi, werde ich schaffen. Ganz bestimmt, Josi. Josi, ich werde dir natürlich am Anfang nicht sehr viel bieten können, aber... Toni, das wäre mir doch so egal. Ja, wir wohnen in einem Schloss, meine Mutter und ich. Aber das gehört ja gar nicht uns. Und auch sonst ist vieles ganz anders, als es vielleicht den Anschein hat. Nein, das ist es ja gar nicht. Ich liebe dich. Ich liebe dich über alles. Ich kann nicht deine Frau werden. Ich darf nicht. Ich weiß, dass du nicht darfst, aber ich habe darüber nachgedacht die ganze Zeit. Gut, du bist eine Prinzessin, aber wenn du mich wirklich von Herzen liebst, dann kann das doch kein Hindernis sein. Toni. Mach es mir nicht so schwer. Kommst du mit mir? Nein. Gut. Aber dass du mich liebst, dass du mich wirklich liebst, das glaube ich dir nicht. Wer ist da?
Schaffst du es jetzt? Wir sind da. Ja. So möchte ich mit dir gehen bis ans Ende der Welt. Aber ich weiß, Josi. Mama würde daran zerbrechen. Ich werde nie aufhören, dich zu lieben, Josi. Ich auch nicht, Toni. Nie. Leb wohl. Leb wohl. Michi, noch ein Bier. Noch eins? Sie haben ja schon 6 getrunken. Weil mir flatteriert und die Kehle ganz ausgetrocknet ist. Ja. Wunderbar. Das Schönste auf der Welt ist doch die Liebe. Gehen lassen Sie mich doch schauen, was auf dem Bilderl ist. Sie machen einen ja ganz deppert vor lauter Neugier. Nichts da, geh weg. Das ist nichts für profane Augen. Na Mann, du schaffst mich doch. Seit einer Stunde sitzt du hier und glotzt dir dieses Foto an. Ich denke, du bist längst fertig, damit wir das Bild an die Zeitung geben können. Was, in die Zeitungen? Na, ist doch klar, mit dem Foto jagen wir so ja das Monaco-Baby aus dem deutschen Blätterwald. Du sag mir, hast du von den Bildern auch ein Negativ? Na Mensch, sonst könnte ich es doch nicht an die Zeitung bringen. Ach, zeig mir doch das liebe kleine Negative, Leon. Ja, also wenn du dadurch besser in Stimmung kommst, hier bitte, wo bist du denn? Hier bin ich, hier. Ja. Vorsicht mit deinen Fettpfoten. Ja, schau, schau, schau. So ein kleines Negativerl und eine so große Liebe. Die heiraten jetzt die zwei. Ach, du merkst aber auch alles. Also haben wir nichts mehr zu befürchten. Haben wir auch nicht. Aha. Also brauchen wir auch kein Foto mehr. Mann, bist du wahnsinnig? Nein, ich bringe es einfach nicht übers Herz, aus den intimsten Gefühlen von zwei jungen Menschen, die sich wirklich und ehrlich gern haben, Geld zu machen. Na ja, wie du meinst. Und was nun? Jetzt gehe ich zum Toni und gratuliere ihm. Ich muss ihn an mein Herz drücken. Und nun bin ich gespannt, wie es weitergeht. Toni! Ja, Beudi! Toni! Ja, Beudi! Ich wollte bloß noch alles Gute wünschen. Und dann wollte ich dir sagen, dass es mir sehr leid tut. Nicht wegen mir, wegen dir und wegen der Prinzessin. Schau, Beudi, ich fahre jetzt da hinüber. Da kann ich weiterkommen, verstehst du? Da habe ich ein Ziel vor mir. Das ist sehr wichtig. Leb wohl, Beudi. Und alles Gute. Vierte, Toni. Toni! Toni! Toni, da bist du ja. Also ich such dich da und such dich da und du bist da. Wo fährst du denn hin? Und wo ist denn die Prinzessin? Ich bin abgereist. So, wohin denn? An die Riviera nach Cannes. Ach, du fährst jetzt auch nach Cannes? Nein, ich fahre nach Wien zum australischen Konsulat. Ah, und dann fahrst du nach Cannes? Nein, ich fahre nach Marseille und von dort nach Australien. Also mach's nicht so spannend. Wo ist denn die Verlobung? Ja, die ist in Cannes. Also doch in Cannes. Ja, aber nicht mit mir. Sondern mit einem Brezen. Was ist los? Die heiratet einen Brezen? Ja, das muss doch verhindert werden. Ja, das gibt ja ein Unglück. Ich sage mal, hast du das gehört? Die zwei heiraten ja gar nicht miteinander. Er fährt nach Australien und sie nach Cannes. Ich muss sofort nach Cannes. Ich brauche ein schnelles Auto. Wo ist denn der Reporter? Friedrich! Friedrich! Georg Alexander hat mir telegrafiert, er freut sich riesig auf dich und wird noch heute Nachmittag mit seiner Yacht in Cannes einlaufen. Ja? Kennst du das Lied? Ja, ich kenne es. Eine hübsche Melodie. Klingt wie ein Liebeslied. Übrigens, Graf Bondi hat mir geschrieben,
Dieser nette junge Mann, der sich damals bei Franzels Unfall so großartig benommen hat, geht nach Australien. Ja, ich weiß es. Bitte. Le billet, s'il vous plaît. In Genf müssen Sie umsteigen. Der Zug nach Marseille steht ja noch Bahnsteig 7. Einen Augenblick entschuldigen. Ich bin gleich wieder da. Wo ist sie? Ich weiß auch nicht. Wir müssen sie suchen. Also, was ist los, mein Kind? Ich habe die Agentur in Marseille angerufen. Angerufen? Sein Name ist eingetragen in der Sydney. Und wann läuft die Sydney aus? Morgen, 3 Uhr nachmittags. Na, also. Ich danke dir, Elisabeth. Da kommt der Georg Alexander. Ja, richtig. Komm. Doch. Hier, Josi, nimm die Tablette. Die nehme ich immer, wenn ich aufgeregt bin. Das ist sehr lieb von dir, Jelke, aber ich bin doch gar nicht aufgeregt. Nein, wo er jeden Augenblick kommen soll. Josi, Georg Alexander ist da. Wir haben ihn schon gesehen. Oh, ja, wunderbar. Ein Ja, wunderbar. Josi, du bist. Ich bin sehr froh, Josi. Ich freue mich, dass du gekommen bist. Nicht böse, weil wir einfach so verschwunden sind. Und wenn schon, so eine kleine Entführung? Da haben Sie doch wenigstens was zu reden. Und außerdem sind jetzt erst einmal wir zwei uns wichtig. Findest du nicht auch? Ja.
Josi, ich möchte dir etwas sagen. Ich werde immer ganz offen zu dir sein. Bitte sei du es auch zu mir. Ja? Ja. Ich verspreche es dir. Es wird kühl. Wir wollen gehen. Ja, was ist denn? Geht denn die Schranken überhaupt nicht mehr in die Höhe? Mir scheint dem Bahnwärter aus der Arme eingeschlafen. Du sag mir doch mal endlich, was willst du denn eigentlich da unten in Cannes? Ja, der alten Fürstin will ich den Kopf waschen. Die Prinzessin muss den Toni heiraten und wenn ich diesen adeligen Hausdrachen umbringen muss. Mensch, die lassen dir doch erst ja nicht ruf auf das blaublütige Verlobungsschiff. Ich komm hinauf auf den Kahn, verlass dich drauf. Bin ja schließlich Rosshandler. Hab schon ganz andere Dinge gedreht. Ja, du spinnst ganz schön. Ja, jetzt dreh dir rauf. Los, gib Gas. Möchtest du noch etwas? Nein, danke. Ob sie sehr traurig ist? Wer? Na, Josi. Wie kommst du darauf? Ich finde, sie sieht traurig aus. Siehst du das nicht, Tante? Natürlich sehe ich das. Ich bin ja nicht blind. Zaubernd. Und darf ich dir sagen, Georg Alexander, dass du ein reizender Mensch bist? Ist das alles, was du mir am Verlobungsabend zu sagen hast? Ich weiß, dass du mich heiratest, weil du ein Mädchen deines Ranges heiraten musst. Die Familie will, dass wir in 4 Wochen Hochzeit feiern. Du nicht. Hast du mich denn gefragt? Wir sind einander vorbestimmt. Das ist zu Brauch. Aber unsere Ehen sind meist haltbarer als viele, die in Leidenschaft geschlossen werden. Gestern habe ich dich geachtet, Josi. Heute liebe ich dich. Weißt du denn, Georg Alexander, dass ich einen anderen liebe? Ich habe die Sache in St. Wolfgang mit einem Jugendfreund für eine Romanze gehalten. Deine Geburt legte Verpflichtungen auf. Josi, ich werde dich auf Händen tragen. Ich will dich nicht belügen. Ich will, dass du alles weißt. Alles. Er fährt morgen von Marseille aus nach Australien. Liebst du ihn sehr? Ich hoffe, dass ich darüber hinwegkomme. Und ich werde alles tun, um dir eine gute Frau zu sein. Ich danke dir für dein Vertrauen. Ich glaube, jetzt kann ich der Mutter von Josi beruhigt schreiben, dass alles in Ordnung ist. Ich habe so Angst. Ich glaube, heute passiert noch etwas, Tante. Bye, bye, Kameraden. Je suis en passe. Merci. Merci. Bye, bye. Hallo, Boy. Fahr mich zu dem Aristokratenschiff um mich. Please, bitte. Bye, bye, people. So, mein Kind, diesen Brief gibst du morgen früh auf, aber noch bevor wir in See stechen. Ja, danke. Hast du noch Kopfschmerzen? Ein kleines bisschen. Ach, das wird der Frühling sein. Der Frühling macht mir schon lange keine Kopfschmerzen mehr. Ich nehme nachher einen Millerbohne. Also, gute Nacht, Tante. Gute Nacht, mein Kind. Recht angenehme Ruhe. Danke. Tante, ja? Verzeih,
Seine königliche Hoheit möchte dir seine Aufwartung machen. Eine königliche Hoheit? Jetzt um diese Zeit? Und ohne jede Etikette? Aber das kann doch nur ein Negerhäuptling sein. Meine Mission ist unaufhaltsam. Sie stören auch. Das ist doch... So. Salam alaikum, hohe Frau Durchlaucht. Ich kenne königliche Hoheit zwar aus den Illustrierten, aber ich bin jetzt keineswegs empfangsfähig. Es macht mir gar nichts aus, wie Sie ausschauen. Ich bin nämlich keine Hoheit. Ich möchte auch keine sein. Ich bin ja nicht verrückt. Ein Komödiant? Ein Hochstapler? Wie kommen Sie auf dieses Schiff? Ganz einfach. Zu Fuß über den Laufsteg. Ich bin der Sebastian Lodra aus St. Wolfgang. Ach so, der? Jawohl. Ein einfacher Mann aus dem Volk. Und wenn Sie tausendmal eine Fürstin sind oder meinetwegen auch die Kaiserin von China, sage ich doch, was ich mir denke. Was verlauben Sie sich denn? Frechheit! Geben Sie sofort den Schlüssel raus. Ich denke ja gar nicht daran. Wie reden Sie denn mit mir? Wie ein Mann, der das Herz am rechten Fleck hat. Das Ihre scheint ein bisschen verrutscht zu sein. Oder vielleicht haben Sie überhaupt keines. Hä? Verlassen Sie augenblicklich das Schiff. Nicht bevor ich Sie überzeugt habe, dass der Toni und die Prinzessin zusammengehören. Denn eine große Liebe fragt dich nach Rang und Stand. Sie ist einfach da. Also nach dem, was ich soeben gesehen habe, glaube ich einfach nicht an diese große Liebe. Es ist aber mehr. Und das könnte ich Ihnen sogar beweisen. Und womit, wenn ich fragen darf? Mit einer Fotografie, schwarz auf weiß. Wo haben Sie diese Fotografie? Ich bezahle Ihnen jede Summe. Ja, das glaube ich gern. Aber ich pfeife auf Ihr Geld. Ich bin nämlich kein Erpresser. Zerrissen habe ich das Bild. Zerrissen und weggeschmissen, obwohl es mich vielleicht 10.000 Mark kostet. Und wissen Sie auch warum? Weil ich eine so reine Liebe respektiere. Ich glaube Ihnen kein Wort. Frau Fürstin, auf Ehr und Seligkeit. Ich bin zwar ein Rosshändler, aber trotzdem dürfen Sie mir glauben. Kein Wort. Kein Wort? Na schön, dann tun Sie mir leid. Ich bin ein friedfertiger Mensch und kann nie einer Fliege was zuleide tun. Aber wer nicht hören will, der muss fühlen. Vergewaltigung! Ich bin zu allem fähig. Aber, Bastian, doch nicht mit Gewalt. Komm mal her, kannst du das Tier hier brauchen? Ja, Friedrich, dich schickt ja der Himmel. Das ist ja das Bild. Ja, ihr Südgermanen habt zwar sehr viel Gefühl, aber ohne Köpfchen geht es auch nicht. Ich hab nämlich vorsichtshalber noch einen Abzug gemacht. Bitte, da ist mein Beweis. Schauen Sie es an, ob es nicht stimmt. Passen die zwei nicht zusammen, als ob es der Herrgott zusammengefügt hätte. Frau Fürstin, Sie waren doch auch einmal jung. Und wenn Sie einmal einen Menschen gern gehabt haben, dann muss Ihnen doch da das Herz aufgehen. Ich werde tun, was ich für richtig halte. Nicht anrühren. Es tut mir leid, wenn ich einem wehtun müsste. Schade. Ganz tief hätte ich den Hut vor Ihnen gezogen, wenn Sie... Naja, ich war immer auf dem falschen Dampfer. Mach doch die Türe zu, mein Kind. Und komm mal her zu mir. Schau dir einmal diese beiden Bilder da an. Wer ist denn das? Na, Josi und dieser Toni Leitner. Sehe richtig. Und das hier? Ich weiß nicht. Das bin ich. Und mein lieber Leopold. Ach, dein Gemahl, der Fürst. Ja. Gott hab ihn selig. Damals war er auch noch kein Fürst. Sondern ein junger Prinz. Und er war nicht einmal noch richtig verlobt, aber er war schon meine ganz große Liebe. Das hier ist ein Prinz. Und das ist der Toni Leitner. Und eigentlich ist es ganz dasselbe. Ganz gleich. Mann, so ein scheußliches Kleid würde ich mir heute nicht mehr anziehen.
Ist alles klar? Yes, sir. Wir fahren ja. Warum fahren wir denn schon? Ich weiß nichts. Der Brücke. Dann liegt ein Hafen, im Hafen liegt ein Schiff. Und auf dem Schiff, da wartet einer nur auf deinen Pfiff. Warum fahren wir denn schon? Tja, weil wir unbedingt noch zur rechten Zeit ankommen müssen. Wo denn zur rechten Zeit ankommen? Wohin denn? Tja, wohin fahren wir denn eigentlich? Meinst du nicht, Georg Alexander, wir sollten uns doch noch ein bisschen mehr so nach dem Westen halten? Tja. Hm? Das meine ich auch. Halten Sie bitte etwas mehr nach Steuerbord. Yes, sir. Noch weiter nach rechts. Noch weiter. Ach, ich mache das lieber selber. Geben Sie mir das Steuer so. Volle Kraft voraus, Richtung Marseille. Marseille? Ja, ganz recht. Wir müssen doch deinen Toni noch erwischen. Was ist? Streikt mir schon wieder der Schinterkarren. Du? Beleidige meine Emma nicht. Das ist ein sehr guter Wagen. Der hat bloß Laune wie eine schöne Frau, weißt du? Ja, von der schönen Frau kann sich ruhig scheiden lassen wegen Untreue. Das? 3 Wochen rutscht mir jetzt auf diese Knochenschüttel rum. Das habe ich erreicht. Nichts. Mensch, uns Kind, du werdest doch bloß nicht albern. Du bayerischer Odysseus. Du bist doch leicht zu Hause. Hörst du denn nicht schon zu deinem triumphalen Empfang die Glocken läuten? Also mach dich bloß nicht lustig über mich, du. Nein, nein, aber ganz ernsthaft. Hörst du nicht die Leute? Ja, wahrhaftig. Na. Das sind die Glocken von St. Wolfgang. Na, aber genau, du. Hey, du. Hey. Sag einmal, warum läuten denn da drüben die Glocken mitten am Vormittag? Ja, wisst ihr das nicht? Der Toni Leitner heiratet die Prinzessin. Ach so, eine Hochzeit, ne? Ach, ja. Der Toni Leitner heiratet die Prinzessin. Ja! Du machst mir ja Laune. Ohne Kompass. Rechts, Mensch. Ja, die Liebe kennt eben keine Grenzen und keinen Standesunterschied. In einer einfachen Autowerkstatt hat sie ihren Einzug gehalten. Aber mit der Tür zu der Bretterbude öffnen sich 100.000 Herzen für unsere geliebte Prinzessin Yoshi, jetzige Frau Maria Josefa Leitner. Einer großen Liebe hat sie ihren Adelstitel geopfert. Aber ein ganzes Land ernennt sie heute zu seiner, nein, zu unserer Prinzessin von St. Wolfgang. Ho! 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 Na, willst du ein bisschen fahren? Nein, nein. Mir ist schon lieber, wenn von jetzt ab immer du das Steuer in der Hand behältst.